Als Tepelo 1750 nach Würzburg kam, hatte die Stadt 15.000 Einwohner und es gab bereits die Festung Marienberg, die alte Mainbrücke, das Rathaus, die Häuser der einfachen Handwerker, das Sommerschloss des Fürstbischofs in Veitshöchheim und die Marienkapelle. Tepelo war vom damaligen Fürstbischof Philipp von Greifenklau gerufen worden, um den Speisesaal und das Treppenhaus seiner Stadtresidenz auszugestalten. Dem Fürstbischof war sehr an der Arbeit Tepelos, der über die Grenzen Italiens für seine Freskenmalerei bekannt war, gelegen. Mit seiner neu erbauten Residenz wollte er eine Empfangsstätte für die Reichen und Mächtigen der damaligen Zeit schaffen und entsprechend beeindruckend sollten die Räumlichkeiten sein. Eine Verteidigungsfestung über der Stadt gelegen hatte er schon. Auch ein Sommerschlösschen vor den Toren der Stadt in Veitshöchheim gelegen, konnte er sein eigen nennen. Dort lustwandelte Philipp von Greifenklau. Natürlich war Tepelo nicht billig. Für sein Werk erhielt er 40.000 Gulden, aber der Fürstbischof war vermögend. Schon seine Vorgänger hatten sich Reichtum und Luxus von ihren Untertanen erarbeiten lassen, was diese nicht immer klaglos hingenommen hatten. Kein Zusammenschließen! Und schauen Sie mal, was euch gehört! Säkularisierung jetzt! Tepelo jedenfalls erfüllte mit seinem Werk alle Ansprüche, die an ihn gestellt worden waren. Der Fürstbischof war hochzufrieden. Der Italiener hatte mit seinen Fresken im Treppenhaus der Residenz das größte Deckenfreskengemälde der Welt geschaffen und sich selbst seinen Auftraggeber von Greifenklau und den Erbauer der Residenz Balthasar Neumann verewigt. Sein Werk überstand alle Kriege und erfreut uns und unsere Gäste bis heute.